Freunde, in unserer Serie zum Thema Erlösung sprechen wir heute von einem Mann, der heißt Nikodemus. Letzte Woche haben wir ja Leute gehabt, die ein bisschen mehr am unteren Teil von der Gesellschaft gestanden sind. Und die Woche haben wir jemanden, der ganz oben in der Gesellschaft steht. Er hat diesen Titel gehabt, Lehrer von Israel. Das heißt, er hat die Leute unterrichtet, die Leute unterrichten. Und er hat wahrscheinlich die Leute auch noch unterrichtet, die anderen. Er war ein ganz wichtiger Mann. Er war Teil von des Sanhedrin, er war ein Rabbi. Und er war einer, der Gottes Wort gut kannt hat. Und er war einer, der wirklich respektiert war in der Gesellschaft und geliebt war. Er war einer, zu dem die Leute aufgeschaut haben für Fragen, die sie gehabt haben. Und für Antworten. Weil er hat es verstanden. Er war nicht einer, wo die Tora einmal gelesen hat. Nein, er hat sie studiert. Tief, er wusste wahrscheinlich jedes Wort davon. Und als er dann an einem Tag hört von Leuten, die ihm von Jesus erzählen, dann passiert was in ihm. Irgendwas bewegt ihn. Weil er hört von den Wundern, die Jesus tut. Und dann hört er, wie Jesus unterrichtet, mit einer Autorität, die noch nie jemand erlebt hat davor. Er merkt die ganzen Sachen, er merkt, wie Gott da wirklich was macht durch den Mann. Er weiß, dass der Mann von Gott irgendwie geschickt worden ist und dass er Power von Gott hat. Weil sonst könnte er die Sachen nicht machen, die er tut. Aber er sieht auf der einen Seite die Fans von ihm, die ihm die Sachen erzählen, und dann sieht er die Kritiker auch. Und dass seine Position oder seine Aufgabe so hoch war, und auch eine Ehre war, wollte natürlich das auch nicht ruinieren. Und deswegen musst du vorsichtig sein, mit wem er sich trifft. Um nicht eine schlechte Reputation zu kriegen. Deswegen hast du dich überlegt, wie kann ich den Jesus treffen? Weil ich will ihn auf jeden Fall treffen. Aber wie kann ich das machen, ohne dass ich da was Schlechtes auf das Amt bringe? Ich möchte mir erst meinen eigenen Eindruck von ihm machen, bevor ich ihn dann offiziell einlade, weil ich möchte wissen, ob das wirklich wahr ist, was über ihn gesagt wird und ob er wirklich der ist. Dann beschließt er, okay, ich gehe bei in der Nacht zu ihm. Weil die Leute, die Kritiker, als auch die Fans, die schlafen dann. Dann kann ich mich ganz einfach mit ihm treffen. Und das macht er dann auch. Geht er los, trifft sich mit Jesus. Die zwei gehen in ein tiefes Gespräch, unterhalten sich. Und er hat großen Respekt für Jesus. Und dann wirft Jesus den Satz raus und sagt, hey, keiner kann ins Reich Gottes kommen, außer wenn er neu geboren wird. Und da fangen dann die Rädler beim Nikodemus sich an zu drehen in seinem Kopf. Vergesst nicht, er war ein sehr, sehr schlauer, sehr studierter Mann. Und das ist jetzt nicht so bekannt, wenn man aber tiefer im jüdischen Glaube rein studiert, dann lernt man, dass da mehrere Wege waren, um neugeboren zu werden. Da war erstmal die Bar Mitzwa, als man etwa 13 war, da ist man neugeboren worden. Dann durch die Ehe, wenn man geheiratet hat, ist man neugeboren worden. Und der Nikodemus war ja in beide Fälle, hat er das gemacht, weil er war ein Rabbi, dann Bar Mitzwa ganz klar. Und dann geheiratet, weil die meisten Sanhedrin waren verheiratet. Das war so ein bisschen, eigentlich alle waren dort verheiratet. Also hat er das auch erreicht. Und dann das dritte war, indem du ein Rabbi wirst. Und natürlich ein Rabbi war er auch, weil er war ja ein Lehrer von Israel. Und dann das vierte Mal neugeboren zu werden, das war, wenn du praktisch ein Leiter von der Schule bist und dann Leute praktisch unterrichtest. Und er war ja der Leiter von Israel, der Lehrer von Israel. Das heißt, er war in der höchsten Position. Das heißt, er hat auch das erreicht. Die einzige Möglichkeit, wo er jetzt noch gesehen hat, um neu geboren zu werden, ist, dass er in den Bauch von seiner Mutter wieder rein muss. Und das ging ja natürlich nicht. Und dann legt ihm Jesus aus die Nachricht von der Erlösung. Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.
Es war eine ganz klare Nachricht, wer er ist. Und das muss der Nikodemus ganz klar verstanden haben. Er hat vom Messias schon gehört. Er wusste davon. Er hat gehört, was da für Sachen kommen. Ich finde es auch interessant da drin, wenn Jesus sagt, so sehr Gott die Welt geliebt, dass keiner, der an ihn glaubt, verloren geht. Glaubt, aber das ist nicht nur eine einseitige Sache, das machst du einmal, sondern das ist kontinuierlich. Das heißt, das zeigt auch ganz schön auf hier, die Beziehung, die Gott mit uns haben will. Das ist wie eine Ehe, wo du dich entschieden hast für jemand und dann bist du mit ihm zusammen. Und so hat uns Gott da gewählt. Und so will er, dass unser Glaube ist, dass wir mit ihm immer verbunden sind. Nicht wie im Alten Testament, wo oftmals, ja, wir haben jetzt gekriegt von Gott, was wir wollten, und jetzt sind wir mal auf dem Berg oben und jetzt gehen wir halt wieder runter. Nein, Gott will immer mit uns sein. Dass wir immer bei ihm sind. Das ist, was Jesus uns darauf ruft. Und der Nikodemus hat es verstanden in dem Moment, er hat darüber nachgedacht. Aber er kam in dem Moment nicht zu dem Punkt, dass er gesagt hat, Jesus, ich folge dir nach als Erlöser. Das hat noch Jahre gedauert. Und es kam, der Punkt kam in dem Moment, als er am Kreuz stand. Da hat man von Nikodemus das nächste Mal gehört, am Kreuz. Da hat er eine Entscheidung getroffen. Und es hat eine Weile gedauert. Garantiert hat er weiter drüber nachgedacht. Hat nochmal nachgeschaut. Kann das sein? Wie geht es? Wie kann ich neu geboren werden im Geist? Wie soll das funktionieren? Er hat sich über die ganzen Sachen Gedanken gemacht. Und da hat es wahrscheinlich dann Sinn für ihn gemacht. Am Kreuz hat er sich dann für Jesus entschieden. Ist es nicht auch heute manchmal so, dass man Leute, die eher in hohen Positionen sind, Professoren an Universitäten oder sehr schlaue Leute, Leiter von Firmen, Politiker, wo sehr hoch studiert sind, wo aber von Gott oftmals nichts wissen wollen. Und dann denkt man ja, gut, okay, ist eh verloren, wieso soll man da überhaupt was machen? Aber wenn man an Nikodemus denkt, das war einer der höchst Studierten. Und es hat eine Weile gedauert, bis er es verstanden hat. Er wollte drüber nachdenken, er wollte eine Lösung finden, er wollte klar sein, dass er da wirklich richtig ist. Und es ist garantiert auch mit vielen Leuten, die in eine Position in der heutigen Zeit sind. Die wollen Fragen stellen, die wollen tiefer gehen, die wollen selber verstehen. Die wollen nicht schon irgendwas nur glauben, sondern sie wollen wirklich das verstehen. Aber das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Ich möchte dich ermutigen. Für Leute, die du in deinem Leben hast, die einflussreich sind, fang an für sie zu beten. Lieb sie, wo sie sind. Ermutig sie. Bring Hoffnung zu ihnen. Und dann bet und lass dich von Gott leiten, dass er dir Fragen gibt, die du ihnen stellen kannst, die tiefgehende Fragen über den Glauben aufbringen, sodass sie Jesus näher kommen können. Aber auf ihrem Weg, in tiefer Verstehen. Weil Gott hat auch sie gemacht. Die sind Gottes Kinder, genauso wie alle anderen. Aber sie denken halt ein bisschen anders. Sie haben einen anderen Approach oder Anlaufspunkt, wie sie Sachen verstehen. Aber jetzt überleg dir mal das. Wenn ein Mensch in eine Position Jesus kennenlernt und ihm nachfolgt, überleg mal, wie das im Erlösungsplan aussieht in der Welt. Was kommt da eine Veränderung zustande, wenn so jemand wirklich innerlich so verändert wird, dass es äußerlich rauskommt und er hat so eine Position oder so ein Amt, dann kann er wirklich Veränderung bringen. Denk nur an jemanden wie Josef oder Daniel in der Bibel, mit denen ihre Position wirklich was verändert haben in dem Land. Und dann kann Erlösung auch im physischen Sinn mehr und mehr Realität werden in unserer Gesellschaft. Das heißt, wir müssen alle erreichen in unserer Gesellschaft mit der guten Nachricht. Aber wie gesagt, die Leute in deine Position brauchen manchmal länger, um die Entscheidung zu treffen, weil sie es wirklich genau wissen wollen. Also fang an, für sie zu beten und sie zu lieben und von deinem Glaube zu erzählen
um Gott zu fragen, wie du sie ermutigen kannst. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns ein größeres Herz gibst für Menschen, die in einflussreiche Positionen sind. Für Leiter, für Politiker, für alle möglichen Leute, die Einfluss haben in unserer Gesellschaft. Sodass wir sie mit deiner Liebe erreichen können. Und dass sie wirklich einen Punkt kommen können, wo sie dich wirklich kennen. Und wenn es lang braucht, gib uns Geduld dafür. Lass uns nicht aufhören, sie zu lieben. Und Herr, ich bitte dich darum, auch für jeden Einzelnen von uns, tief zu verstehen, dass Glaube nicht zeitweise ist, sondern immer ist. Und dass wir das auch weitergeben können. Dass Glaube eine Beziehung ist mit dir, mit dem Herrn, mit dem liebenden Vater. Und nicht nur kurzzeitiges Ding, wo man eine Entscheidung einmal trifft, sondern dass es unser ganzes Leben beeinflusst. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir das so weitergeben können zu anderen und dass wir das selber leben, in unsere eigene Leben, dass andere wirklich so beeindruckt werden davon und dass sie dir nachfolgen wollen. In ihrem eigenen Zeitrahmen, wenn sie dich gut kennen. Und dass du sie dann benutzt und die Positionen in Segen werden lässt für dein Königreich. Danke, Herr, dafür. Ich bitte dich darum, dass jeden Einzelnen segnest, der das anschaut und ermutigt. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Hey, hab eine super gesegnete Woche. Bis bald. Tschüss.